Und fangen wir an und ich darf alle recht herzlich begrüßen heute Morgen zum EduTalk zum Thema Datenschutz. Und wir haben als Gäste zwei dabei, nämlich den Klaus Christian Schneider, nicht Pardon, sondern Pardon, und den Eckhard André, die beiden Datenschutzbeauftragten der EKHN. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier seid. Hallo ihr beiden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen an alle. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, gerne, gerne. Aber ich finde gerade Thema Datenschutz, das ist ja ein Thema, wo es nicht genug Austausch geben darf, weil es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, wo es so viel Halbwissen und Missverständnisse gibt. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, wo wir gerade so beim Thema Missverständnisse seid, wie denkt ihr denn, wird euer Berufsstand so von der Öffentlichkeit wahrgenommen, Datenschutzbeauftragte? Also von vielen wird da so aufgenommen, wir sind die Verhinderer, wir sind die Störenfriede, indem wir manches schwieriger machen. Wir sehen uns aber ganz anders. Also wir sehen uns eigentlich als diejenigen, die den die Leute schützen wollen. Wir sind aber auch die, die beraten wollen und die den Leuten ein gewisses Verständnis geben wollen zu dem Thema Datenschutz, dass sie halt vernünftig mit den Daten, die sie oder die wir ja von jemand anderen kriegen, der vertraut uns seine Daten an. Und das ist für uns ja auch dann eine Aufgabe, eine Verantwortung, dass wir mit diesen Daten vernünftig umgehen. Genau, du hast ja auch schon so ein schönes Bild hinten dran. Im Datenschutz geht es nicht originär um Daten, es geht um Menschen. Und da werden wir jetzt auch die Stunde jetzt nutzen, ins Gespräch zu kommen. Alle, die hier sind, sind natürlich auch eingeladen, ihre Fragen zu stellen. Wir haben, wie gesagt, einmal das Flingerboard, wo jetzt auch der Link, der ist im Chat, aber ich gebe ihn für die, die neu dazugekommen sind, auch nochmal im Chat. Da kann man die bestehenden Fragen auch schon mal anschauen und voten. Ansonsten gibt es natürlich auch hier die Möglichkeit, sich zu beteiligen und werden am Schluss auch nochmal so eine offene Diskussionsrunde machen, wo jeder oder jede auch noch die Möglichkeit hat, sich einfach hier mit reinzuschalten, dass wir nochmal in so einen offenen Plausch kommen. Gut, gut. Also ich denke, wir müssen vielleicht nochmal so ein bisschen vom Datenschutz hier ein bisschen ausholen. Also wir haben in unserer Stellenbeschreibung im Großen und Ganzen nur drinstehen, dass wir uns nach Paragraph 38 unseres Datenschutzgesetzes EKD, dass das unsere Aufgaben sind. Also die Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten einer Organisation heißt eben halt schulen, kontrollieren, überwachen, beraten. Das ist im Großen und Ganzen das, was wir machen. Aber es ist so, dass für den Datenschutz selbst quasi die einzelne Einrichtung, egal ob das jetzt die Kirchenverwaltung, die Kita, die Kirche oder die Kirchengemeinde, die eine Kita betreut, die Beratungsstelle, quasi die Geschäftsführung beziehungsweise der gesellschaftende Bereich dazu. Das ist eben halt derjenige, der den Datenschutz verantwortet. Also das ist der, wenn es ein Bußgeld geben würde, das auch zu bezahlen hat und nicht der Datenschutzbeauftragte. Der Datenschutzbeauftragte oder die, je nachdem, welcher Mensch das jetzt macht, hat im Großen und Ganzen Beratungssachen und hat zu unterstützen. Und das ist eben halt so das große Problem, dass es des Öfteren passiert, dass man mit Datenschutz bis dato fast nichts zu tun hatte, das ignoriert hatte oder auf die lange Bank geschoben hat. Und plötzlich, wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt, der dann, wenn es heißt, wir haben da ein neues System oder da kommt eine Anfrage, dann plötzlich viele Fragen stellt und deswegen verhindert, weil die Antworten nicht da sind. Das heißt, du hast jetzt mal beschrieben, so eure Aufgabe, machen wir das mal ganz konkret, eurem Tätigkeitsfeld in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau.
Ich bin jetzt jemand, der mit einem neuen Tool arbeiten möchte. Ich bin natürlich daran interessiert, datenschutzkonform zu arbeiten. Ich weiß, wer du bist. Können wir zwei auf einem kurzen Dienstweg abklären und absprechen, dass ich das Tool morgen datenschutzkonform und genehmigt nutzen darf? Sitzt ihr denn da oben auf eurem Thron? Habt ihr dann eine Liste und dann... Nee. Also Punkt 1... Nein, wir können nicht sagen, ihr dürft das nutzen oder ihr dürft das nicht nutzen. Weil Punkt 1, wir haben gar keine Weisungsbefugnis. Die zweite Sache, wir sind in dem ganzen Freigabeprozess nur ein kleines Rädchen, denn Datenschutz ist ein wichtiger Aspekt und unsere Aufgabe ist es, die Risiken aufzuzeigen, die für die betroffenen Personen da sind, aber auch für diejenigen, die das Tool vielleicht einsetzen, weil da gibt es auch Haftungsrisiken. Wenn sich jemand beschwert, dann kann es sein, dass ein Bußgeld oder Schmerzensgeld fällig wird für die Betroffenen, für die Person, die in gutem Glauben dieses Tool eingesetzt hat. Aber genauso wichtig ist unsere IT. Jedes Tool, das eingesetzt wird, auch Online-Tools, kann Einfluss auf die IT-Sicherheit haben. Deswegen muss die IT darüber informiert werden, damit die das auch bewerten können und sagen können, okay, das hat Einfluss auf unsere IT-Sicherheit beziehungsweise unter Umständen auch auf unsere Ressourcen. Da müssen wir vielleicht reagieren. Wir müssen Bandbreite erhöhen. Besser gesagt, das kennen wir nicht. Und wenn das genutzt wird, dann kriegen wir andere Probleme. Und der dritte im Bunde, das ist die MAV. Denn immer dann, wenn ja auch Mitarbeiterdaten betroffen sind, dann haben die ein Mitspracherecht. So, und dafür gibt es die sogenannte AG-EDV. Da sollte eigentlich jede neue Software, jede neue Online-Tool, kann man sagen, angemeldet werden. Wir kriegen dann die Mitteilung und dann machen wir unsere Datenschutzbewertung. Aber die Freigabe der Software am Ende, die erfolgt durch die OIT und die MAV. Aber auch diese Entscheidung kann von der obersten Ebene noch, kann man sagen, überschrieben werden, weil, wie der Herr André gerade gesagt hat, die Verantwortung liegt beim Leiter einer Einrichtung. Der hält seinen Kopf dafür hin. Und wenn der sagt, okay, das Risiko ist mir zu hoch, ich will das nicht, dann kann er das verbieten, aber er kann auch sagen, okay, da ist ein Risiko, aber ich bin bereit, das einzugehen. Da ist jetzt im Chat direkt dazu eine Frage, ob Datenschützer generell keine Weisungsbefugnis haben oder ob das nur bei uns in der EKHN so ist. Es ist generell so. Das ist im Datenschutzgesetz so festgehalten. Wir haben kein Weisungsrecht. Was wir von unserer Stellung her haben, ist, dass wir relativ gut abgesichert sind, weil man natürlich dann mit dem Thema auch gerne irgendwo bei den Verantwortlichen aneckt und wenn man dann zu viele Fragen stellt oder sowas, vielleicht dann auch zu viele Fettnäpfchen trifft, sodass es vielleicht dann doch gerne sein könnte, dass die Geschäftsleitung sagt, von diesen Personen möchte man sich trennen, dass man da einen guten Arbeitsschutz hat, damit einem da nichts passieren kann, selbst wenn man auch unangenehm Fragen für die Geschäftsleitung stellen kann und darf und muss. Also ich denke, wir sind da auch schon so ein bisschen so jemand, der hier und da zwickt, was man da eben halt machen muss oder sowas, dass die Organisationen sauber arbeiten, sauber dokumentieren und wir haben das, sagen wir so, durch unser ganzes Internet und die Digitalisierung wird im Großen und Ganzen der Alltag von den Menschen viel, viel komplexer und es sind dann so viele Sachen zu beachten, dass neben dem Datenschutz, also wenn ich jetzt angefragt werde bezüglich eines Flinger-Tools oder Ähnliches, wenn in dem Flinger-Tool nur wie jetzt hier irgendwelche Texte drin sind und man noch irgendwelche anonym irgendwelche Likes vergibt,
dann ist es ein Ding, wenn dann keine personenbezogenen Daten drin sind, die Anmeldung soweit anonymisiert ist, weil man keine hat, außer den Link, den irgendjemand mal erstellt hat, auch anonym, dann sind wir fast als Datenschützer raus. Das Einzige, was jetzt da wäre, ist, dass eben halt der Provider jetzt oder der Anbieter sieht, dieses Board wird derzeit von Leuten mit folgender IP-Adresse beschrieben. Diese IP-Adresse ist personenzuordbar oder zumindest einer Organisation, wenn wir von unserem Dienstgerät ausgehen. Das heißt also, wenn das jetzt zum Beispiel letzteres nicht der Fall wäre, dann wäre, sagen wir so, die Prüfung des Datenschützers auch schon beendet, weil keine personenbezogenen Daten da sind. Ja, da werde ich gleich auch noch mal auf den Bereich kommen, was sind eigentlich personenbezogene Daten, aber an dem Punkt sind jetzt zwei Fragen, die sich da jetzt wunderbar jetzt nämlich auch eingliedern lassen. Zum einen eine Frage, ich hatte per Twitter ja auch aufgerufen, hier Fragen auch zu stellen, wie es zum Beispiel sein kann, also wir haben ja, das werdet ihr sicherlich gleich auch nochmal erklären, als Kirche nochmal ein anderes Datenschutzrecht, also nicht die DSGVO, aber wie es zum Beispiel sein kann, dass in einer Landeskirche, zum Beispiel in Kurhessen-Waldeck, mit Microsoft Office 365 gearbeitet werden darf, mit Teams, was bei uns nicht gestattet ist, wir dabei mit Zoom arbeiten, was in der EKKW nicht gestattet ist. Das ist die eine Frage und die andere, die geht in die gleiche Richtung. Wie kann es sein, dass kirchlich Mitarbeitende tagtäglich mit normalen Office-Lizenzen arbeiten, wo eigentlich kein angemessenes Datenschutzniveau da ist? Vielleicht könnt ihr da auch noch mal was dazu sagen. Also ich glaube, dass das eine ist beim Office jetzt so, wenn ich jetzt ein Office als installiertes Programm nehme und damit meine Texte, Tabellen, Präsentationen bearbeite, dann ist es ein Ding. Auf der anderen Seite kann ich natürlich jetzt nicht sehen, ob die IT bei der Installation der ganzen Office-Sache beziehungsweise bei dem Windows darauf hingewirkt hat, dass also alle möglichen Optionen, die man hat, um Datenübermittlungen an Microsoft nicht zu haben, entsprechend eingeschränkt haben oder eben halt nicht. Also das ist dann eben halt Aufgabe der IT, die dann dafür arbeiten muss, weil wir können dann nur prüfen bzw. sagen, das sind die Auflagen, dass das so minimal als möglich ist. Ansonsten ist das Thema Frage zwei Juristen und du kriegst drei Antworten. Es ist so, dass es da natürlich von den ganzen Themen her ganz viele Interpretationsspielräume gibt. Und da ist das, sagen wir so, durch die Grundverordnung, dann die 2016 ja kam, 2018 in dann quasi der Übergangszeitraum abgelaufen ist. Dadurch, dass das ein komplett neues Gesetz ist, sind die ganzen Datenschutzkommentare zum alten BDSG und zum alten Datenschutzrecht im Großen und Ganzen obsolet. Man kann sich zwar daran orientieren, aber dadurch, dass es ein anderes Gesetz war oder jetzt ist, sind die ganzen Interpretationen müssen jetzt neu quasi durch Gerichte entsprechend gefestigt werden oder durch die Aufsichtsbehörden oder sowas. Und es gibt Aufsichtsbehörden, die sagen, Datenschutz bei Office 365 unter den Bedingungen geht das, bei anderen nicht. Dann muss man dazu sagen, dass man schon feststellt, dass Microsoft da versucht hat, den europäischen Datenschutzthemen viel Gehör zu geben, um intern also auch viele Verträge so zu ändern, dass sie für die europäischen Datenschützer bei der Prüfung dann leichter irgendwo zu akzeptieren sind. Aber das sind so Randerscheinungen. Es ist schwer zu gucken, wie man es macht. Es ist alles derzeit sehr stark im Fluss. Jetzt haben wir noch die andere Frage, wer muss alles einen Datenschutzbeauftragten bestellen? Also das eine ist, jeder oder jede Organisation, Einrichtung, Kirchengemeinde, die personenbezogene Daten verarbeitet, ist dafür verantwortlich für seinen Beritt. Also sprich, der Kirchenvorstand ist soweit, dass er verantwortlich ist, dass entsprechend die Sekretärin
weiß, wie sie mit agieren muss oder so. Das andere ist, dass es heißt, wenn mindestens 10 Personen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Kita habe mit 3 Gruppen, habe da 10 Erziehende, weil ich da ganz viele Teilzeitkräfte habe, dann bin ich bei den mindestens 10 Personen. Und damit muss ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen. In der EKHN ist es so, dass das qua Amt die beiden Beauftragten der Kirchenverwaltung übernehmen und dafür eine Gebühr erhoben wird. Also das ist so, dass das Thema, wo man erstmal schaut, müssen wir entsprechend diese 10-Personen-Regelung machen oder es gibt einen zweiten Punkt bezüglich der Kerntätigkeit. Aber ist es jetzt die Kerntätigkeit einer Erzieherin zu dokumentieren oder kann eine Erzieherin in der Kita arbeiten, ohne irgendwo zu dokumentieren? Also das sind Rechtsauffassungen, wo man wieder zwei verschiedene Antworten eines Juristen dann haben kann. Also von daher nennen wir es erstmal die 10 Personen. Und wenn ich irgendwo sensible Daten habe, Kinderdaten, Gesundheitsdaten in der Diakoniestation, dann bin ich ganz schnell irgendwo dabei. Okay. Ja, danke, dass du jetzt auch erstmal für diejenigen, die jetzt die Aufzeichnung noch mitgucken, auch schon mal auf die Fragen im Chat mit eingegangen bist. Da war nämlich genau auch nach dieser Grenze der Datenschutzbeauftragten und eben nach dem Schutzniveau sehr ausführliche Antwort dazu. Aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit von persönlichen und personenbezogenen Daten, die geschützt werden müssen. Und was sind denn das für Daten? Von was für Daten reden wir denn, die so schutzbedürftig sind? Also da müssen wir einfach mal gucken, personenbezogene Daten, das sind alle die Informationen, die ich mit einer Person, also zum Beispiel mit dir, verbinden kann. Das kann ist natürlich dein Name, deine Adresse, deine E-Mail-Adresse. Das kann auch die IP-Adresse des Computers sein, an dem du gerade sitzt. Das ist aber auch das Bild, das gerade übermittelt wird, denn das gehört zu dir und das sind ja auch Informationen, deine Stimme. Das sind Verträge, die du abgeschlossen hast, Sachen, die du gekauft hast. Wenn ich das mit dir in Verbindung setzen kann, dann ist das personenbezogen. So, und jetzt beim Personenbezug. Also als Datenschützer haben wir die Scheuklappe auf und gucken wirklich nur nach diesen Daten. Und jetzt hat jeder natürlich eine andere Beurteilung, wie vertraulich sind denn diese Daten? Die einen sagen, okay, ich habe kein Problem, dass meine Telefonnummer im Telefonbuch steht und jeder die sehen kann. Andere sagen, das soll nicht rein. Ich habe da so eine kleine Geschichte. Also was sehr, 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 sehr nettes, Personalabteilung, da war ein Anruf, hallo, die Silke, die Azubine, das ist ja meine Tochter und die ist gerade umgezogen und Sie wissen, die ist ein bisschen vergesslich und da wollte ich sicherstellen, dass sie auch die richtige Adresse Ihnen gegeben hat. Die Frau von der Personalabteilung hat dann gesagt, okay, Adresse, das ist schon okay. Außerdem ist es ja der Vater, hat dem die Adresse gegeben und der sagte, perfekt, das ist richtig, die richtige Adresse. Sie hat alles richtig gemacht. Super. Danach ist die Mitarbeiterin von der Personalabteilung zu der Azubine gegangen und hat gesagt, du, ganz lieb von deinem Vater, der hat angerufen und wollte sicherstellen, dass die Adresse, die du uns gegeben hast, auch richtig ist. Worauf das Mädchen dann umgefallen ist. Als sie wieder hochkam, hat sie dann der Mitarbeiterin in der Personalabteilung gesagt, Punkt 1, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Punkt 1, die Polizei hat mir empfohlen, die Wohnung zu wechseln, da ein sehr aggressiver Stalker hinter mir her ist. Und dem haben sie gerade eben meine Daten gegeben. Das zeigt halt, was für mich unter Umständen nicht sehr vertraulich ist, wo ich gar keine Probleme habe, dass jeder das wissen kann. Für einen anderen kann das fatal sein. So, und deswegen muss ich bei allem, was ich mache, auch überlegen, meine Sicht der Dinge ist nicht immer unter Umständen die richtige Sicht für diese Person. Und ich habe dessen Daten und ich muss
der vertraut, dass ich vernünftig damit umgehe. Meine Sicht der Dinge, da sind wir nämlich jetzt bei einem, bei auch einer Frage, die hier im Board auch nochmal gestellt wird. IP-Adresse, sagtest du vorhin auch, gehört zu den persönlichen Daten. Und jetzt müssen wir ja mal schauen, können wir, also eine IP-Adresse gehört ja, wenn wir uns im Internet bewegen, zu den bekannten Metadaten. Das heißt, wann immer wir eine Internetseite besuchen, werden Metadaten von der Seite von Betreiber erfasst. Dazu gehört IP-Adresse, dazu gehört Browser, dazu also Browserversion, Betriebssystem, also die Adresse, die Information rund um unseren Computer, unseren Internetzugang. Das ist etwas, was ganz normal ist und überall anfällt. Können wir da überhaupt sagen, ich sag mal, wir müssen gerade bei IP-Adressen das Datenschutzniveau so hochhalten, würde das uns nicht komplett lahmlegen? Das würde ja bedeuten, wir können nur irgendwie, ich sag mal, mit vorheriger Ein- oder Einwilligung die Leute auf unsere Webseite auch bringen. Also die Sache ist natürlich die, für dich und mich ist es nicht so einfach, über eine IP-Adresse zu wissen, wer das ist. Hm. Es gibt die Möglichkeit, über den Provider das herauszufinden. Und deswegen gibt es Gerichtsurteile, die sagen, das ist ein personenbezogenes Gut. Und zum Beispiel, wenn ich die IP-Adresse übertrage nach Amerika, dann muss ich eine Einwilligung haben. So, und wenn ich diese Einwilligung nicht habe und jemand beschwert sich, das ist nämlich das Problem, dann kann der vor Gericht gehen und dann kriegt derjenige, der das gemacht hat, also der unter Umständen die Zoom-Konferenz gemacht hat, dem kann das Gericht ein Schmerzensgeld aufbrummen, wenn der nicht dafür gesorgt hat, dass diese Person vorher seine Einwilligung gegeben hat. Deswegen kam bei uns gerade eben ja auch dieser Disclaimer. Mhm. Das ist nicht, das ist einerseits, weil ich sage, okay, ich weiß nicht, wie wichtig das der Person ist. Deswegen muss ich ihn informieren, damit er sich selbst entscheiden kann. Wenn er sich entscheidet, dann bei Zoom zu bleiben, dann habe ich seine Einwilligung und dann kann mir auch nichts mehr passieren. Ja. Es ist also ein Schutz von beiden Seiten. Ja, aber wie sieht denn konkret so eine Einwilligung aus, wenn ich zum Beispiel ein Online-Tool benutze? Reicht da im Prinzip dieser standardisierte Cookie-Banner, der ja fast überall da sein sollte? Oder wie kann eine Einwilligung aussehen? Also wir haben das bei Internetseiten sehr häufig, dass ja IP-Adressen zum Beispiel bei Schriftarten oder wenn ich zum Beispiel Google Maps eingebunden habe, dann werden diese IP-Adressen übertragen. Und da brauche ich im Endeffekt das Cookie-Banner. Und in diesem Cookie-Banner müssen die Informationen darüber stehen und da muss ich meine Einwilligung oder meine Ablehnung zeigen. Und das muss die Ablehnung muss genauso einfach sein wie die Einwilligung. Okay, und wenn ich ablehne, darf diese Übermittlung auch nicht stattfinden. Okay, und jetzt mal angenommen, also ich nutze jetzt eins dieser total stylischen und fluffigen Web-Tools, Flinger zum Beispiel oder auch Padlet oder Miro oder Conceptboard, wo ich jetzt einfach meinen Teilnehmerinnen, Teilnehmern in Veranstaltungen sage, okay, klick da mal drauf, trag da mal mit ein. Wie erteilen die, also konkret, reicht da, also die Einwilligung reicht da, wenn die den Dienst nutzen und im Prinzip das Angebot für die Einwilligungserteilung des Anbieters nutzen? Also dafür ist ja, nehmen wir das Flinger-Board, dafür ist ja der Betreiber Flinger zuständig, diesen Cookie-Banner einzubauen. Oder muss ich als Anbieter in der Anmeldung und in der Registrierung noch mal drauf hinweisen und mir über die Anmeldung die Einwilligung noch mal separat erteilen? Also das Problem ist ja, was Flinger jetzt selbst macht, darauf habe ich keinen Einfluss. Mhm. Aber die Verantwortung bleibt bei mir. Ne? Und deswegen geht es auch darum, dass man vorab, bevor diese Tools genutzt werden, uns Datenschutz und IT mal ins Boot genommen hat, dass man weiß, ist es datenschutzkonform oder nicht. Dann die zweite Frage,
habe ich vielleicht eine Alternative, die datenschutzkonform ist und die eigentlich dasselbe leistet. Das wäre eigentlich das Schönste und dahin wollen wir eigentlich, dass es, leider gibt es das noch nicht, aber bei der OIT gibt es eine Liste der freigegebenen Software und die soll immer weiter erweitert werden, ja. Um diese Tools, sodass man sich danach das angucken kann. Ansonsten, wenn Flinger selbst zum Beispiel diese Daten nach Amerika übermittelt, dann aber das selbst die Einwilligung nicht holt, dann muss ich das machen. Und das muss ich dann im Endeffekt in der Einladung machen. Das ist die einfachste Möglichkeit, weil technisch kriege ich das ja nicht hin. Und da muss ich halt die Leute informieren, damit sie wissen, okay, was ist das? Was passiert da und warum wollen die meine Einwilligung? Ne? Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Okay, also das heißt, ich muss mich im Prinzip, wenn ich in einer Veranstaltung arbeite, ein Tool benutze, auch selber erstmal damit beschäftigen, wo wird welche Daten erhoben, muss eine Einschätzung entweder selber machen oder erfolgen lassen durch Datenschutzbeauftragte. Und wenn eben durch technische Mittel keine Einwilligung erfolgt, muss ich das über eine Anmeldung oder wie auch immer dann selber regeln. Man muss immer eins bedenken. Was ist das Risiko? Mhm. Das Risiko ist nicht, dass ich das nutze und sofort ein Bußgeld kriege, eine Strafe, sondern bei den Leuten, die da mitmachen, ist irgendeiner dabei und es gibt Ärger. Und der sagt dann, okay, das nutze ich dann, um die Leute, um entweder Geld über Schmerzensgeld zu kriegen oder halt um den Leuten was reinzudrücken. Und das ist halt ein Eigenschutz für die Leute, die dann das organisieren, das nutzen, auch damit ihnen sowas nicht passiert. Aber man muss auch sehen, es ist keine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass das passiert, sondern die ist, je nachdem, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, sehr gering. Mhm. Und das muss man dann überlegen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, beziehungsweise derjenige, der für den Datenschutz zuständig ist, das ist ja die Leitung, beziehungsweise was ist der Nutzen, der diesem Risiko entgegensteht? Also wir haben zum Beispiel ja auch seelsorgerische Beratung oder bei Suizidgefahr, dann nutze ich auch das schlimmste Tool, wenn ich den Mann damit abhalten kann, dass er Selbstmord begeht. Da gehe ich nicht bei Facebook hin und sage, hier, du musst aber das Versprechen miteinander wechseln auf unser Tool WebEx, weil das ist sicher und datenschutzkonform. Ich gehe hin und sage, also wenn du willst, das ist sicherer, dann wechseln wir dahin. Ansonsten, wenn du möchtest, können wir das auch hier besprechen. Okay, datenschutzkonform und WebEx, das sind jetzt auch tolle Stichpunkte, die mich jetzt auch zu der nächsten Frage nochmal überbringen. Wurde mich auch nochmal gefragt, eine aktuelle Einschätzung des Datenschutzniveaus von Zoom. Du darfst vielleicht in kurzen Sätzen was dazu sagen. Ja, Zoom ist ein amerikanischer Dienst. Die Zoom-Firma selbst ist ein amerikanischer Konzern und kann über den Cloud Act gezwungen werden, gewisse Metadaten zu übermitteln. So, das Ganze ist natürlich nicht ganz datenschutzkonform. So, diese Metadaten, für die einen sind sie ungefährlich. Für jemand anderen kann das vielleicht anders sein. Deswegen brauche ich wieder die Einwilligung. Die Datenschutzbehörden haben inzwischen in einigen Bereichen Zoom verboten. Das bedeutet, es besteht ein Risiko, wenn ich Zoom nutze, dass ich von der Datenschutzbehörde die Auflage kriege, dass ich das abschalten muss. Dann brauche ich da schnellstens eine Alternative. Und wenn ich nicht informiert habe, kann natürlich auch wiederum Beschwerde, Bußgeld.
Deswegen gucken wir hier bei der Evangelischen Kirche nach Alternativen. Das ist einerseits WebEx, das dann auf unserem Servern selbst gemacht wird. Dann haben wir auch im Kirchenportal ein Tool. Die sollen halt dann in der Zukunft auf jeden Fall als Alternative darstellen. Es gibt andere Bereiche, da werden wir wohl bei Zoom bleiben müssen, weil alle anderen diese, ja, zum Beispiel eine Synode mit so vielen Leuten gar nicht abbilden kann. Aber es ist wieder eine Risikobeurteilung und wenn es was Datenschutzkonformeres gibt, dann sollte man das nehmen. Okay, aber jetzt, um jetzt auch bei Zoom nochmal kurz zu bleiben, die Rückfrage. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Zoom zu nutzen, also auf Verschlüsselungsstufen. Das ist so, wie wir jetzt hier gerade haben, eine Standardverschlüsselung, wo eben der Schlüssel auf den Servern von Connect for Video, dieser Firma in Deutschland, wo wir Zoom ja drüber hosten, liegt. Aber es gibt ja auch noch eine erweiterte Verschlüsselung, wo der Schlüssel im Prinzip bei den Clients, also bei den Zoom-Teilnehmenden liegt. Das heißt, wo ja selbst auch für die Betreiber nicht möglich ist, an diese Schlüssel zu kommen. Also das heißt, es wäre aber auch eine Möglichkeit, bei vertraulicheren Gesprächen einfach das Verschlüsselungsniveau zu erhöhen oder eben, wie du sagst, ein anderes Tool zu nehmen. Ja, also die Metadaten werden nie nie verschlüsselt. Und die sind im Endeffekt das, was halt das Problem ist. Aber man muss auch wiederum sagen, die wirklich ganz, ganz krassen Informationen sind in diesen Gesprächen. Wenn ich ein seelsorgerisches Gespräch hätte, dann ist es, ist es geschützt, weil diese Kommunikation verschlüsselt ist. Aber in Amerika könnte man sehen, halt, okay, das Gespräch war von dem und zu dem. Und daraus können auch Schlüsse gezogen werden. Wie schon gesagt, für die meisten ist das kein Problem. Aber ich muss ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Und wiederum die andere Sache, wenn ich ein Tool habe, das datenschutzkonform ist, dann bin ich einfach auch auf der sicheren Seite von mir und kann auch dem anderen sagen, hier, wir kümmern uns noch mehr um dich. Okay, danke schön. Drei Fragen im Chat, die ich jetzt gerne noch mal einbringen möchte. Also zum einen, es geht hier noch mal um die Einwilligung, wo wir vorhin waren. Da fragt die Anne, ob Sie es richtig verstanden haben, dass immer eine aktive Einwilligung erfolgen soll und darauf anschließend, wie ist es bei Jugendlichen unter 18 Jahren? Können die auch selber, ich sag mal, einwilligen oder ich gehe nochmal eine Stufe runter, wenn ich mit Konfirmandinnen, Konfirmanden arbeite, die ja nochmal unter 14 sind, können die selber einwilligen oder müssen das die Eltern tun? Also ich denke, bei der Einwilligung im jugendlichen Bereich geht es zum einen darum, wie selbstständig entscheidend die Personen sind. Also ich sage mal, in der Grundschule ganz klar, da unterschreiben die Eltern, dass das Kind jetzt in die Grundschule darf und nicht das Kind. Ich sage mal so, ab Konfirmandenalter würde ich neben der Unterschrift der Erziehungsberechtigten, weil rechtlich notwendig oder der Einwilligung, würde ich natürlich auch die Jugendlichen mit unterschreiben lassen. Also das sowohl als auch ist. Wir haben das Thema, dass manche Softwaresysteme rein von ihren AGBs zum Beispiel die Nutzung erst ab 14 oder ab 16 Jahren gestatten. Hat nichts mit Datenschutz zu tun, ist eben halt von daher geboten. Also da muss man dann schauen, wie man das macht. Ich kenne das jetzt aus den Kirchengemeinden, die dann im Rahmen ihrer Konfirmandenarbeit entsprechend sich unterschreiben lassen, dass sie die Con-App nutzen, dass sie dieses Videokonferenztool nutzen, dass sie die E-Mail-Adressen der Kinder und Eltern und Handynummern der Kinder nutzen für die Konfirmandenarbeit. Manche sagen noch gleich, wir würden euch gerne auch dann nach der Konfirmandenzeit immer noch von der Kirche begleiten oder sowas. Hier könnt ihr dann auch mit zustimmen. Also dass man dann ganz klar irgendwo alles, was da, sagen wir so, digital als auch formal mit zu tun hat, in ein quasi Anmeldeschreiben mit reinpackt. Also dass man da nicht noch ein weiteres Datenschutzblatt hat, sondern man kann das alles zusammen in eins packen, dass das ganz gut ist. Super, wunderbar. Vielen Dank.
Gehen wir noch mal einen Punkt weiter. Wir waren vorhin auch bei Thema Einwilligung, bei Thema auch Server innerhalb Europas, Server außerhalb von Europa, Datenübertragung. Und da ist auch eine Frage jetzt hier in dem Board, wie es sein kann, dass ein Tool sich selbst als datenschutzkonform oder DSGVO-konform bezeichnet, aber mit Drittanbietern aus den USA zusammenarbeiten. Und vielleicht könnten wir in dem Kontext, das hatte ich vorhin ja angekündigt, auch nochmal Unterschied DSGVO und also und dem kirchlichen Datenschutzgesetz, wenn man das so in zwei, drei Sätze komprimiert zusammenfassen kann, das soll jetzt ja auch ein juristischer Diskurs jetzt werden. Okay, also wir haben im Grundgesetz als Kirche die Option bekommen, unsere Sachen selbst zu regeln. In der Grundverordnung auf europäischer Ebene gibt es auch so einen Paragraphen oder Artikel 91, dass die Kirchen im Rahmen der Grundverordnung sich selbst ein Datenschutzrecht geben können, was im Einklang zu stehen hat. Also das heißt, also sprachlich ist das sehr, sehr ähnlich. Man hat aber ein paar Themen in den Kirchen, wie zum Beispiel jetzt bezüglich der eigenen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Seelsorge oder sowas, nochmal speziell irgendwo was formuliert, was in anderen Bereichen irgendwo nicht notwendig ist. Also ansonsten ist es gleich. Weil wir Kirchen sind, haben wir natürlich auch eine eigene Aufsicht, die in der EKD im Großen und Ganzen in Dortmund angesiedelt, in Hannover angesiedelt ist, mit ein paar regionalen Dienststellen. Bei uns ist Dortmund für zuständig. Das heißt also, wenn es jetzt irgendwo eine Datenschutzthematik und eine Problematik gibt, wo also quasi unser Herr Strickler sagt, ich erlaube oder ich möchte jetzt gerne, dass das so und so gemacht werden, wir als Datenschützer da ganz erhebliche Bedenken haben, können wir uns natürlich auch an unsere Datenschutzaufsicht melden, weil wir sind da die örtlich Datenschutzbeauftragten und das andere ist die Aufsichtsbehörde. Und die können natürlich den Zeigefinger heben, die können Bußgeld verhängen, die könnten eine Abschaltung beauftragen und was nicht alles. Also da hat die kirchliche Aufsicht die gleichen Optionen wie die staatliche Aufsicht, um da entsprechend recht zu machen. Wir haben jetzt hier noch das Thema bezüglich WhatsApp und so. Nee, wir waren noch so bei dem Punkt, die Frage ja noch, wie ein Tools oder ein Anbieter sich als datenschutzkonform bezeichnen kann, DSGVO-konform, aber mit amerikanischen Drittanbietern zusammenarbeitet. Also das eine ist, was wir ja jetzt bei dem Zoom sehen, dass wir dadurch, dass wir jetzt das über diesen Connect for Video gemacht haben und es da ein noch spezielle Verträge und spezielle Zusicherungen gibt, haben die Juristen von Connect for Video gesagt, das ist für uns datenschutzkonform. Ob es die Aufsicht genauso sieht oder sagt, naja, das war dann doch eben halt nicht ganz so perfekt und wir sehen das anders, das ist ein Ding. Also ich sage mal, als Anbieter bin ich natürlich immer so, dass mein Tool das Beste, Günstigste und auch das datenschutzkonformste ist. Also wenn ich etwas verkaufen will, dann schreibe ich nicht was rein, was negativ ist. So, und eine zweite Sache ist, die Internetseiten von denen, die werden auch nicht sehr häufig gepflegt. Also die beziehen sich zum Beispiel darauf, dass ihr datenschutzkonform ist, Tool datenschutzkonform ist, weil sie das Privacy Shield Abkommen abgeschlossen hätten. Dieses ist seit mehreren Jahren nicht mehr gültig, aber das steht immer noch bei denen drin. Also, wie schon gesagt, es ist die Internetseite, die Informationen sind immer Marketing auch. Und die stehen auch meistens nicht im Risiko drin, sondern das Risiko tragen sie, wenn sie das Tool dann nutzen. Die sitzen halt dann irgendwo in Amerika und sind nicht erreichbar oder sind bereit, dieses Risiko zu tragen. Aber es geht es ja nicht nur um Zoom, sondern generell ist es möglich, datenschutzkonform zu sein und ich sag mal mit amerikanischen Drittanbietern zusammenzuarbeiten? Es ist möglich, immer dann, wenn wirklich alles verschlüsselt ist und der Schlüssel bei uns liegt. Also es gäbe die Möglichkeit, zum Beispiel datenschutzkonform
Microsoft 365 einzusetzen. Mit dem Effekt, dass ich mit die Kosten riesenhoch werden, weil ich da einen ziemlichen Aufwand habe wegen der Verschlüsselung und Microsoft Teams nicht mehr funktioniert, Kollaboration nicht mehr funktioniert und viele andere Sachen nicht mehr funktionieren. Ja. Deswegen ist das keine Alternative. Okay. Ne? Aber theoretisch ist es möglich. Okay, alles klar. Wunderbar. Nee, das war ja eine kurze, knappe Antwort auf diese Frage. Und da wir noch einige Fragen haben und uns so lange auf die Zielgeraden auch bewegen, wir haben noch die Frage nach der Benutzung von WhatsApp für dienstliche Kontakte, wie das zu bewerten ist. Das ist ja auch eine nicht selten oder kein seltenes Thema, gerade WhatsApp. Und daran anschließend gehört ja alles zum gleichen Konzern, was bei der Nutzung von Facebook und Instagram zu beachten ist. Facebook und Instagram haben sich momentan die Datenschutzaufsichtsbehörden wieder geäußert, also zum Beispiel BFD-EKD unter datenschutz.ekd.de. Einsehbar, dass also es da bei den Facebook-Fanpages datenschutzrechtliche Thematiken gibt und wir das, als wir das gehört haben, dann in unsere Öffentlichkeitsarbeit gegeben haben, sodass dann entsprechend die irgendwo was mit Facebook oder Instagram zu tun haben, dann überprüfen können, ob das alles, was da dargestellt ist, auch soweit in Ordnung ist oder ob nachzuarbeiten ist. Das eine von den ganzen Systemen, in Klammern, egal ob es jetzt ein nicht-europäisches System oder eine deutsche Software ist, also es geht immer darum, dass man guckt, ob das technisch, organisatorisch irgendwie alles in Ordnung ist, ob das sicher ist. Das andere ist, müssen die Verträge entsprechend da sein. Das heißt also, wenn ich jetzt als Kirche, die ich ja quasi nicht privat, sondern eher gewerblich bin oder nicht privat bin, müsste ich dann entsprechend mit WhatsApp Business arbeiten, muss dann gucken, dass ich da die Vertragsgestaltung richtig sauber habe. Und da muss ich natürlich gucken, was mache ich denn da, weil das ist ein amerikanischer Konzern. Ich habe mich mit ausländischem Recht damit zu befassen. Also das ist nicht ganz einfach und könnte durchaus dafür führen, dass das Projekt dann kostentechnisch sich irgendwo komplett sprengt. Bei WhatsApp selbst, wenn ich sage, ich brauche das jetzt dienstlich in unserer Öffentlichkeitsarbeit, um einen weiteren Kanal zu öffnen. Man hat ein weiteres Handy, man hat keine Adressen drauf, man hat nur ein Dienstgerät drin und man sagt ganz klar, alle Informationen, die jetzt hier über WhatsApp verbreitet werden würden, sind auch auf anderen Kanälen erreichbar, die Webseite, unser Newsletter, was auch immer. Damit kann man dann sagen, gut, die Leute, die jetzt WhatsApp nutzen und sagen, ich will darüber von der EKHN informiert werden, dann wissen die um die Thematik dieser Software und die interessiert es nicht, ob man das jetzt nutzen darf oder nicht und würden dann entsprechend die kirchlichen Informationen dann mit kommunizieren oder sowas. Dann ist das eine Einwilligung, die die Leute geben, dass sie es nutzen. Aber man muss es eben halt rechtlich rundkriegen und soweit eben halt über ein eigenes Handy machen, dass es dann auch, sagen wir mal, minimiert wäre. Das wäre so ein Weg, den wir momentan diskutieren, ob er möglich und machbar ist. Also da fehlen aber auch noch die Rückmeldungen bezüglich WhatsApp Business und Vertragsgestaltung. Alternativ, Trema ist eine Alternative zu WhatsApp. Wenn man jetzt nur mit Kollegen untereinander sprechen will, dann sollte dieses Tool genommen werden, weil es die gleichen Funktionalitäten hat, aber datenschutzkonform ist, da ist kein Risiko. Und da hat auch unsere Datenschutzaufsicht gesagt, ja, das ist ein Tool, das genutzt werden kann. Wenn ich natürlich nach außen habe, bin ich... Und alle WhatsApp nutzen, dann bin ich natürlich gezwungen, da auch unter Umständen mitzumachen. Aber dann muss ich halt genau die Sachen einhalten, die Herr André gerade eben genannt hat. So, und da kommt direkt die Frage, weil du Threema jetzt erwähnt hast, warum wird Threema nicht bei den dienstlichen Handys automatisch mit dem MDM erlaubt?
Gute Frage, bitte an die IT wenden. Also soviel ich weiß, kann man es installieren. Ich hatte es jetzt versucht gehabt, aber es ist daran gescheitert, dass es horrende Kosten erzeugt, nämlich von 3,49 Euro. Und die kann ich nicht automatisch, also ich zumindest jetzt nicht über meine Handyrechnung abbuchen lassen. Da ist man also bei uns Haus und Klein jetzt am Schauen, wie man das dann entsprechend die Bezahlung machen kann. Der Helmut Lohkamp hat noch eine Frage. Nee, ich habe darauf eine Antwort. Ah, gut. Seit 1. Mai zahlt die EKHN für dieses MDM. Okay. Das ja, für das MDM, aber nicht für Drema. Drema selbst wiederum ist ein Tool, das auch Geld haben will. Genau, richtig. Aber da, genau, da hattet ihr ja schon mal weiterverwiesen an das Referat OIT, die da eben auch die kompetenten Ansprechpartner sind. Ganz haben oft wir noch das Thema bezüglich digitaler Beratung. Da gibt es im Bereich der Beratungsstellen verschiedene Tools. Wir hatten uns mal Beradig angeschaut gehabt. Das ist aus dem Badischen heraus. Ich weiß jetzt nicht, ob es Karlsruhe ist oder wo da in der Ecke ist. Das ist ein recht gutes Tool, was auch, sagen wir so, also neben dem, sagen wir, der digitalen Beratung auch die organisatorischen Voraussetzungen bezüglich einer Beratungsstelle, dass also nicht ein Berater sieht, was der andere macht und umgedreht, es sei denn, ist es explizit als Vertretung eingegeben. Also diese ganzen Sachen sind mit dem Tool namens Beradig zum Beispiel nutzbar. Ja. Wobei, also es ging ja nicht in der Frage konkret um die Tool-Empfehlung, sondern es geht ja um die Frage um Hilfestellung, also um Vorlagen und Muster. Und da schließen einige Fragen dann an, ob es zum Beispiel, ich sag mal, kurze Checkliste einmal bei der Bewertung von Tools gibt. Worauf muss ich achten? Gibt es da sowas Fertiges? Und dann, wie gesagt, auch diese Vorlagenmuster für Qualitätsstandard, für Datensicherheit und Vertraulichkeit. Und dann auch wieder eine Liste. Gibt es eine Liste von, ich sag mal, datenschutzkonformen und auch kirchlich freigegebenen Tools? Also das Erste ist, es soll eine Liste geben für kirchlich freigegebene Tools. Da gab es auch schon eine AG-Apps, da wurden die durchgesprochen. Aber diese Liste, es gibt die Liste halt für die freigegebene Software, aber da sind diese Apps noch nicht drin. Soweit ich weiß, soll die erweitert werden. Und für uns ist es wichtig, dass die immer weiter erweitert wird, sodass die Leute auch wirklich gucken können und dann halt wissen, was ist datenschutzkonform und da eine Unterstützung haben. So, das Zweite, was war das nochmal das Erste? Die Checkliste, worauf muss ich achten? Also, das Problem ist, die Sachen sind natürlich alle sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn Sie da was haben, wir sind Ansprechpartner immer, rufen Sie uns an und dann können wir mit Ihnen das besprechen, dann können wir auch das für Sie angucken und Ihnen das da eine Rückmeldung geben. Das machen wir gerne. Ansonsten gibt es im Intranet, wenn Sie zum Bereich Stabsbereich Datenschutz gehen, die sogenannten FAQs, die da sind einige Fragen schon beantwortet und wenn wir neue Fragen kriegen, wir sind ja auch noch im Aufbau und wenn Fragen kommen, dann sehen wir, okay, da ist ein Interesse dran und dann werden wir die auch immer weiter ausbauen. So dass man da einfach mal gucken kann, was gibt es da. Da gibt es auch Formulare schon. Aber wir brauchen da auch Ihre Rückmeldung, damit wir wissen, was Sie haben wollen. Wir können auch nochmal überlegen, so auf jeden Fall eine Grundcheckliste zu entwickeln und da reinzustellen. Also das sind halt wichtige und gute Anregungen. Ja, das wäre auch ganz gut, weil das ist ja ein offenes Format. Es sind ja nicht nur EKHN-MitarbeiterInnen hier, sondern auch aus anderen Einrichtungen. Ich sage mal zumindest als Orientierung, wenn wir sowas nachliefern können. Und da ist natürlich auch immer ein guter Weg, ich sage mal den Newsletter von Erwachsenenbildung-EKHN.blog zu abonnieren. Wenn es denn sowas gibt, werden wir dort auf jeden Fall darauf hinweisen.
Und den Link, den werde ich auch gleich auch mal in den Chat geben. So, und dann hatten wir, wie gesagt, nochmal Vorlagen, Muster für Qualität, Standard, Datensicherheit und Vertraulichkeit. Gibt es da sowas? Das Problem ist, sagen wir so, alles, was so IT-Sicherheit ist, das ist, sagen wir so, technisch so vielfältig, dass im Großen und Ganzen die Organisationen irgendwo einen IT-Sicherheitsbeauftragten haben. Man nimmt als Basis entweder irgendwo die ISO 27001 oder den Grundschutz, den man durch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also die deutsche Bundesbehörde, die sich da um die IT-Sicherheit der Bundesbehörden kümmert und der Ministerien. Da gibt es auch einen tollen Grundschutzkatalog, das sind, glaube ich, hunderte von Seiten. Also da gibt es ganz viele Informationen. Allerdings muss ich dazu sagen, man braucht dann auch schon ein fundiertes Fachwissen, um das Ganze irgendwie zu verstehen oder sowas. Aber es gibt ganz viele Informationen der Richtung, die dann helfen. Aber so von wegen eine Checkliste auf 2 DIN-A4 Seiten und wir haben alles gemacht, das gibt es leider nicht. Okay, und gibt es sowas wie, ich sag mal, Tipps, wie man sich ein eigenes Datenschutzkonzept oder sowas zum Beispiel auch entwickeln kann? Wir haben hier zum Beispiel jetzt die Frage einerseits, dass die Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten aufwendig und teuer ist, sich nicht für jeden oder jede Einrichtung lohnt. Kann man das selber machen? Gibt es dort irgendwie im Netz verfügbare, gute Materialien? Genau, oder eben auch, wenn es zum Thema Datenschutzerklärung geht und ich jetzt eben keinen Datenschutzbeauftragten habe, der mich da unterstützen kann, wo kann ich dort Hilfe finden? Also hier einer derer, bei dem man Hilfe finden sollte, das bin ich und der Herr André, das ist unsere Aufgabe. Also wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich einfach an uns. Wir sind gerade dabei, zum Beispiel mit dem Medienhaus zu gucken, wegen den ganzen Datenschutzerklärungen, wie man die updaten kann, wie man die verbessern kann. Aber genauso kommen von Kirchengemeinden oder anderen Einrichtungen Anfragen wegen der Datenschutzerklärung zum Beispiel. Und dann gucken wir uns die an und machen da auch einen Vorschlag zum Beispiel. Bei dem Datenschutzkonzept, es gibt eine Vorlage, wie das auszusehen hat, aber auch da unterstützen wir gerne, also für die ganzen Einrichtungen, für die wir verantwortlich sind, da sind wir jetzt dabei, mit denen zusammen sowas zu erstellen. Und da kann man natürlich dann teilweise, aber da sind wir auch noch ziemlich am Anfang. Wir haben sehr viele Sachen, die sind natürlich gleich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diakoniestation habe, die hat sehr viel Ähnlichkeit mit der anderen. Und da kann man das zum Beispiel als Vorlage nehmen. Ja, und wie ist das jetzt für, ich sag mal, wie gesagt, wir haben ja auch Menschen außerhalb der EKHN. Ich meine, ihr steht ja auch nicht für die gesamte Weltöffentlichkeit zur Verfügung. Gibt es da Materialien, auf die man zurückgreifen kann? Also die Datenschutzaufsichtsbehörden, die stellen sehr, sehr viel zur Verfügung. Also die ganzen Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte, die kirchlichen auch. Also das ist schon mal eine Anlaufstelle. Dann gibt es ein paar Webseiten wie Datenschutzberater, Datenschutzguru. Also da kann ich mich sehr stark informieren. Wenn ich jetzt als Organisation sage, ich muss mich um den Datenschutz kümmern, habe aber keine Ressourcen, um da jemanden, sagen wir mal so, zu schulen, gibt es eben halt die Möglichkeit, sich einen, also nicht nur einen externen Datenschutzbeauftragten zu holen, sondern eben halt beim Dienstleister sich dann meine Beratung von 1 oder 2 Tagen oder was auch immer jetzt da benötigt wird, einzukaufen und zu sagen, ja, mach mir das mal irgendwie rund oder sowas. Ich bin jetzt eine Organisation, die als NIFB e.V. oder sowas auftritt. Wir sind jetzt keiner Kirche oder sowas oder Organisation irgendwie zugehörig, wo man vielleicht Informationen bekommen kann, dass man sich darüber wirklich informiert. Und das Thema ist Datenschutzschulung ist ein Ding. Der Datenschutzbeauftragte ist kein geschützter Begriff. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich biete eine Datenschutzschulung an, die kostet zwar 5.000 Euro, ist aber in 3 Stunden durch und das Zertifikat ist in 27 tollen Farben drin,
dann ist das ganz schön, aber der Lernerfolg ist vielleicht nicht unbedingt das Perfekte. Also von daher muss man eben halt gucken. Und ich habe mal eine Grundausbildung gemacht über 3 Wochen hinweg und muss sagen, also ich bin immer noch am Updaten dran, dass man sagt, hier für den Spezialbereich Kinder- und Jugendhilfe oder Diakonien oder was auch immer, braucht man nochmal Spezialfachwissen aus anderen Gesetzen. Und da sollten wir auch noch darauf hinweisen, zusammen mit dem Zentrum Bildung machen wir öfters auch Datenschutzschulungen und an denen kann man auch teilnehmen oder die wurden auch, werden aufgezeichnet und die werden auch bei YouTube eingestellt, sodass man die sich auch angucken kann und da schon mal Informationen sich holen kann. Genau, wunderbar. Wir werden auch, ich sag mal, im Nachklang von der Veranstaltung mit der Infomail zur Aufzeichnung dann auch noch ein paar Links mit einstellen. Dort Datenschutzguru und verschiedene Webseiten genannt. Das werde ich auch noch zusammenfassen und mit in diese abschließende E-Mail mit reinnehmen. So, jetzt haben wir noch eine Frage, die ich gerne noch mit reinnehmen möchte. Alle werden es nicht schaffen, aber dann sind die am höchst gewoteten Fragen auch alle beantwortet worden, nämlich: Was muss ich in der Datenschutzerklärung beachten, wenn wir einen Instagram- oder Facebook-Account betreiben? Und jetzt nehmen wir YouTube auch noch mit dazu, weil das ja für die meisten auch Alltag ist. Also die müssen natürlich in der Datenschutzerklärung rein. Dort muss halt erläutert werden, halt welche Daten dort erfasst werden. Was ist der Zweck dafür? Was ist die rechtliche Grundlage? Ich muss darauf hinweisen, dass ich mit Facebook, Instagram einen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung unterschrieben habe oder abgeschlossen habe. Das sollte ich auf jeden Fall haben. Ich muss auch dran denken wieder bei den Sachen, wenn ich da auf meiner Seite da die Verlinkung habe. Ich muss die Einwilligung mir holen, weil bei diesen Konzernen werden wieder Daten, IP-Adressen und vielleicht auch andere Daten übermittelt in die USA. Und auf meiner Seite muss das dann so sein, wenn jemand das ablehnt, dann dürfen diese Daten nicht übermittelt werden. Also die Funktionalität von Facebook und Instagram auf meiner Internetseite dürfen dann nicht verfügbar sein. Das sind die wichtigen Sachen. Wir können Formulierungsvorschläge Ihnen geben. Also sagen Sie uns, wenn Sie das auf Ihrer Seite haben. Aber das mit diesen Verträgen zur gemeinsamen Verantwortung und so, das ist natürlich Ihre Aufgabe, dass die dann abgeschlossen werden. Und da gibt es Probleme mit Facebook und Instagram. Und so, dass das eigentlich nicht datenschutzkonform wirklich betrieben werden kann. Dieses Risiko, dem muss man sich bewusst sein. Das große Risiko ist aber hauptsächlich, dass irgendwann die Datenschutzbehörde vielleicht sagt, okay, ihr müsst das abstellen. Aber im Moment sind die Datenschutzbehörden nicht so weit, dass sie das machen. Das Risiko, dass da ein Riesenbußgeld auf sie zukommt oder so, sehen wir auch nicht. Also so, dass wir sagen, okay, um die Schäfchen zu erreichen, ist das eine Möglichkeit und wir stellen auch diesen Textbaustein für die Datenschutzerklärung gerne zur Verfügung. Wunderbar, vielen Dank. Das war ist auf jeden Fall ein tolles Angebot. Euch auch beiden herzlichen Dank. Ja, die Stunde ist vorbei und wie angekündigt werden wir jetzt gleich noch 10 Minuten Zeit haben, ein bisschen miteinander zu plauschen und Fragen auch zu stellen. Aber ich werde jetzt gleich die Aufzeichnung stoppen. Das heißt, dann ist hier der Punkt, an dem ich mich für diejenigen, die sich diese im Anschluss ansehen werden, verabschieden werde. Daher bedanke ich mich fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und lade jetzt auch nochmal herzlich zu einer offenen Diskussionsrunde ein.